So, eine wunderschöne guten Tag, mein lieber Affe. Willkommen zu meinem neuen Video von mir. Und ja, heute ist nämlich Montag, also natürlich, also heute ist der Montag und wir haben jetzt 17.55 Uhr. Und heute beginnt zwar wieder eine neue Woche, denn ich bin aber immer noch bei meiner Mutter, also Enzo René. Also da bin ich ja jetzt nur 2 Wochen noch und wahrscheinlich erst 1 Woche noch. Und ja, heute gibt es da etwas natürlich, was das Thema geht das, also, denn gestern hat da nun als ein Liga, nämlich Tom Henderson, nämlich ein Video gemacht, also nicht von Rostock, sondern nur, und das geht das gestern nicht angekündigt wurde, sondern also nicht von Rostock, sondern als ein Video gemacht, was ein Liga über Kida 6 gesprochen hat unter Release-Termin. Und ich bin ja wieder auf Twitter wieder unterwegs wieder und das geht ja, als wenn GTA 6 2021 im Oktober oder November dieser angekündigt wird, Release-Datum wäre dann erst 2023. Also von Rostock Games ist leider immer noch nicht offiziell bekannt gebe, ob GTA 6 dieser Oktober oder November angekündigt wird, denn November soll ja angeblich auch noch GTA 5 für die PlayStation 5 und die neue Xbox Series X rauskommen, die Grafik wird es auch, es wird eine Grafik geben, es wird auch für den PC geben, außer PlayStation 4 und Xbox One. Also die Updates geht es noch weiter auf der PlayStation 4, auf der Xbox One, auf der PlayStation 5 und die neue Xbox Series X wird weiter mit Updates versorgen. Und Tom Henderson hat gesagt, dass GTA auf der kommende, also generell Konsole, mit und PC, das außer nicht ohne, außer Xbox One und die PlayStation 4, wenn GTA 6 rauskommt, ist dort von der Rost erschienen ist. Aber man kann leider etwas Probleme sagen, weil das bei der PlayStation 5 leider weltweit ausverkauft ist. Es ist schwierig damit eine PlayStation 5 zu kommen. Es sind auch viele Online-Händler, die nicht im Laden sind, also wie Corona-Pandemie. Also jetzt in der Corona-Zeiten und ist ein bisschen, weil 2020 war letztes Jahr ein ganz anderes Jahr, weil nämlich das Coronavirus kam und es war ganz anders, weil es ist ein bisschen schwierig damit eine PlayStation 5 zu kommen. Und wenn GTA 6 auf der PlayStation 4 Xbox One kommen und die Leute würden sich das holen, weil wenn die Leute sich eine PlayStation 5 oder eine Xbox Series X holen, ist es schwierig damit eine zu holen, weil es wie Corona-Pandemie und es ist schwierig damit eine PlayStation 5 zu kommen und dort vorbestellt und dort zu bestellen. Und das ist ein schwieriges Problem damit, wo die PlayStation 5 auf die Xbox Series S und auf GTA 6 und später auf nur alte Generationen, zum Beispiel PlayStation 4, Xbox One, GTA 6 auf die PlayStation 5 und die Xbox Series S immer später rauskommen. Und das ist schwierig damit, für die Leute wieder eine PlayStation 5 zu holen, eine Xbox ist schwierig damit zu holen, wie Corona-Pandemie, weil es weltweit ausverkauft ist und es ist schwierig damit eine zu holen. Und dann haben wir das nämlich ein Video gemacht auf YouTube, nämlich auf Englisch, aber leider nicht auf Deutsch. Aber ich habe das Video gesehen, dass das GTA 6 nicht in der modernen, also nicht in der 80er Jahre spielt, sondern in der modernen Zeit. Also jetzt haben wir schon 2021 und wenn GTA 6 erst 2023 rauskommt oder viele sagen jetzt 2024, 2025, wäre dort die moderne Zeit gewesen. GTA 5 wäre zum Beispiel erst 2013, also damals 2011 angekündigt, kam erst seit 2013 draußen. In GTA 5 wäre eine moderne Zeit gewesen und 2004 kam ja GTA 5 die Prolog in Nordjekten, also Ludendorff, und dann die Story kam ja erst im Jahr 2013. Und wenn dort GTA 6 immer später rauskommen ist und das Tasfall hat auch sagt, dass GTA 6 erst 2022 oder 2023 kommt, wenn GTA 6 nicht angekündigt wird. Ich meine, dieser angekündigt wird, Wahrscheinlichkeit, dann wird GTA 6 als Testfahrt auch gesagt, dass GTA 6 erst 2022 oder 2023 erschienen ist. Wenn GTA 6 dort in dieser angekündigt wird, kommt das Spiel erst 2022, also GTA 6 oder erst 2023, wenn GTA 6 erst 2022 also nicht angekündigt wird. Da kommt das Spiel jetzt wahrscheinlich 2023 oder 2024 draußen mit GTA 6.
Und von Rostock jetzt haben wir immer noch nicht von nicht gehört. Der wird wahrscheinlich dieser Jahr oder erst nächstes Jahr, man weiß einfach noch nicht. Und ja, so, das war es natürlich auch bei GTA Lukas. Hoffe, das Video ist gefallen. Ich bin Daumen nach oben, wenn es euch nicht gefallen macht, Daumen nach unten. Abonniere meinen Kanal, ist immer kostenlos. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, könnt ihr mich gerne unten auf den roten Button zu abonnieren und den Glocke aktivieren, weil sonst verpasst du auch keine GTA 6 News, GTA Online zu neuen DLCs und Vlogs und vieles mehr. Und ja, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag noch oder schönen Abend oder einen schönen guten Abend. Dazu sage ich hoffentlich bis zum nächsten Video. Mach's gut und tschüss, ihr Lieben.